die dafür sorgt, warte mal eine Sekunde, sofort wieder da. Ja, guten Morgen, Erik. Ich bin ergreifend und die Mann gesagt, reden mit dir oder weiß ich nicht, lange Zeit nur bleiben. Wenn man kein eigenes Zuhause hat, besteht darin, dass man einfach mitten im Call von der Putzfrau hier rausgekickt wird. Hi, ich hatte mit der, die uns Übergabe gemacht hat, ausgemacht, dass wir ein bisschen länger jetzt am Nachmittag drin bleiben können. Wenn es nichts Wichtiges wäre, würde Rob niemals unterbrechen. Ich hoffe, das weiß jeder von euch, das können wir als Team auf jeden Fall sagen. Wenn es nichts sehr, 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 sehr Wichtiges wäre. Es wäre sehr wichtig, es würde sein, so gut, wenn wir können es nicht mehr, das ist kein Problem. Einmal geklaut für mich. Einmal geklaut für mich. Mega, erstmal atmen, richtig geil, alle Infos rausgeballert. Das war ja ein nervenaufreibender Kickoff-Call. So viele Probleme, ne? Smart Wallet hat auch. Ich weiß nicht, warum das jetzt geklingelt hat. Ich weiß es nicht, dabei ist es doch eigentlich in der Nähe. Es scheint noch nicht so ganz ausgereift zu sein. Und wie geht's jetzt weiter? Habe ich jetzt direkt einmal einen Mentoring-Call. Ist jetzt eigentlich verschoben worden, von daher. Ich jetzt kurz einen Break. Oh, irgendwas. Mal gucken, was jetzt passiert. Heute der Tag der Überraschungen. Sarah schreibt mir gerade eine WhatsApp. Was steht auf eurem Klingelschild von der Wohnung, in der ihr jetzt gerade seid und in welchem Stock ist die Wohnung? Vielleicht steht da die Leute. Gary hat letztens einen 4-stündigen Vlog veröffentlicht. Unser Ziel, oder? Wir machen. Kriegen wir 4 Stunden hier heute? Also, falls irgendjemand jetzt noch zuschauen sollte, ihr seid krass, schreibt einen Kommentar rein. Habt ihr auch gesagt, dass ich echt mega cool finde, dass ihr da direkt euch connected habt und da jetzt ein Retreat zusammen plant. Das ist genau so, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das erste Mal, dass wir uns so alleine getroffen haben und haben halt direkt gemerkt, dass es voll matcht und dass wir uns voll gut ergänzen, weil wir als Söhne auch ziemlich unterschiedlich sind. Mhm. Für Einzel spricht ja immer dann, wenn deine Leute alle sehr unterschiedliche Standpunkte und sehr unterschiedliche Probleme haben. Weil da macht der Gruppe nicht so viel Sinn, wird über das eine Thema gesprochen, der andere denkt sich, okay, wie langweilig. Häufig ist es ja aber auch so, dass die Themen sehr, sehr ähnlich sind. Und dann wiederum erzählst du ja im Einzelnen immer wieder das Gleiche. Hast du das Gefühl, das passiert nicht, sondern es ist wirklich, es braucht dieses komplett Individualisierte? Dein Thema ist ja etwas, wo Wissen alleine noch nicht so viel nützt, sondern es findet ja in der Praxis statt. So. Und ist aber auch ein Thema, wo die Leute am Struggeln sind, sonst würden sie dich ja nicht beauftragen, was ihnen gerade nicht so leicht fällt, wo sie ein bisschen Schwierigkeiten haben, vielleicht auch dann beim Transfer in den Alltag. Und ich finde immer, dass eine Gruppe enorm wertvoll ist für genau diese beiden Dinge, für den Transfer in den Alltag und genau auch für den Austausch untereinander und so. Und vielleicht muss es jetzt kein klassischer Kurs von alle, wie in der Schule, alle machen alles zusammen. Aber vielleicht kann es so ein bisschen so ein Mischding sein, dass du mainly mit denen im One-on-One arbeitest und wirklich ganz individualisiert, aber vielleicht trotzdem eine Komponente mit reinbaust, dass es immer mal wieder einen Call in der Gruppe irgendwie gibt, für, ich weiß nicht, die Basic-Input-Dinge, die jeder wissen muss und vielleicht noch kurz Austausch oder so und dann macht jeder wieder seins, aber man hat trotzdem das Gefühl, wir laufen da zusammen durch und ich kann auch die anderen mal fragen. Für etwas, was du jedem wieder aufs Neue erzählst, ist es ja für den Kunden überhaupt gar nicht kosteneffizient, weil der zahlt ja dich und deine Zeit und könnte nur ein Drittel zahlen, wenn du es in der Gruppe machen würdest und dann würde das Gleiche lernen. Das heißt, es ist ja eigentlich nicht kundenfreundlich, wenn du jedem das Gleiche erzählen würdest. Nur wenn es komplett individualisiert ist, dann muss es natürlich im Einzel komplett sein. Finde ich total cool, den Kickoff zusammen zu machen. Lisa ist unsere absolute Musterschülerin, die sitzt um, was das Zeug hält. Lisa macht geilen Social Media Content über Instagram und sowas, wie man in seinen Social Media Flow kommt. Können wir mal unterhalb verlinken, unbedingt auschecken. Und jetzt habe ich in exakt 4 Minuten die nächste Session. Das ist Eve, wir machen heute einen Vlog und wenn es dir nichts ausmacht, filmen wir ein paar Sachen mit. Ich habe ein neues Portemonnaie und es ist ein Smart Wallet und das klingelt, wenn es geklaut wird. Wenn sich mein Handy und mein Portemonnaie zu weit voneinander entfernen, dann macht es einen Alarm, um mich zu schützen, sehr nah an Weihnachten heran von Leuten irgendwelche Dinge zu erwarten, weil sie sind in einem anderen Modus. Sie sind im Family-Modus, fahren vielleicht in Urlaub, Geschenke holen und so weiter. Das heißt, wir versuchen immer den Dezember komplett zu meiden. Ich bin dann immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Instagram-Post schreibe oder wenn ich einen Podcast-Episode aufnehme oder irgendwie sowas, dass ich halt wirklich 80-90% des Umfangs wertvollen Content gebe
und dann so 10-20% am Ende oder zwischendrin ein bisschen den Kurs einbaue. Und das ist ein geiles Verhältnis, was trotzdem immer wieder Mehrwert liefert, aber auch den Kurs immer mal wieder so ein bisschen subtil mit ins Gespräch bringt. Das ist ja unser Ziel, dass wir je nach, ich sag mal, Fortschrittsstandpunkt verschiedene Angebote den Leuten zur Verfügung stellen. Das heißt, eigentlich sollte es die Strategie sein, günstigere und eher für die Masse Produkte, eher für Leute, die in dem Fortschrittsstandpunkt weiter am Anfang stehen, zu machen. Und je teurer, individueller und dementsprechend auch fortgeschrittener die Inhalte werden, desto weiter nach oben kommen wir auf der Treppe. Auf was freust du dich am meisten in den nächsten Wochen? Auf jeden Fall den Start von Business Lift, of course, jetzt am Wochenende. Aber auch mit dem Team jetzt die geilen, wir sind jetzt gerade dabei, echt geile Strukturen zu legen und Asana als unser Workflow- und Produktivitätstool wirklich geil einzutunen. Und ich bekomme auf Instagram immer die Frage, wenn wir reisen, Rob, wie schaffst du das eigentlich nur mit Handgepäck? Das ist doch irgendwie, das ist doch verrückt. Du machst dir den Langstreckenflug bis ans andere Ende der Welt und dann hast du nur so ein Handgepäcksrucksack dabei. Ja, das funktioniert. Ich möchte euch mal einen kleinen Einblick geben. Vor mir liegt nämlich gerade mein gesammelter, Hausstand, nicht ganz, ich habe noch ein paar mehr Dinge dazu, aber das hier sind eigentlich so meine ganzen Basics, die auch gar nicht alle, nächste Woche fliegen wir nach Bali, aber gar nicht alle nach Bali mitkommen. Nachher fliegen wir für 3 Tage mit meiner Family nach Österreich und gehen ein bisschen wandern. Deswegen sind hier auch noch ein bisschen wärmere Sachen dabei. Und ich will euch jetzt nicht im Einzelnen vorstellen, was das alles ist. Das ist natürlich gar nicht so spannend. Aber eine wichtige Sache, immer Dinge nehmen, die gut kombiniert werden können. Ich habe zum Beispiel 6 Shorts und 7 T-Shirts. Und diese 6 Shorts und 7 T-Shirts passen fast alle miteinander zusammen. Einmal eine Woche waschen und dann kann es quasi wieder von vorne losgehen. Ich liebe das total, weil dieses Gefühl, am Flughafen anzukommen und nicht auf all die anderen warten zu müssen, die da jetzt ihr Luggage holen, sondern einfach durchlaufen zu können. Ich habe gestern das Ding hier bekommen. Ich habe nämlich an einem Crowdfunding teilgenommen von Volterman, World's Smartest Wallet. Und das Ding ist einfach eine integrierte Powerbank für dein Handy. Und dann machst du hier diesen Stecker rein. Und dann kann ich jetzt mein Handy anschließen und dann muss ich in die App gehen. Es gibt eine App zu dem Portemonnaie, das ist auch schon super crazy. Und dann kann ich die Powerbank anschalten und dann wird hier mein Handy geladen. Zieh ich das rein, zack, es wird einfach gecharged. Das ist im Prinzip eigentlich die Personifikation von Minimalismus, denn du brauchst Geräte, die multifunktional sind. Und das Portemonnaie spart mir jetzt eine zusätzliche Powerbank. Gibt es irgendwas, auf das du beim Reisen nicht verzichten möchtest? Was ist deine Leidenschaft? Das ist die richtige Frage, denn ich wollte dir noch eine Sache zeigen. Noise Cancelling Kopfhörer. Hast du eigentlich noch sowas wie Freizeit? Was ist denn Freizeit? Ich freue mich auf den Flug. Ja. Also Freunde, was habt ihr gemacht hier? Du kannst es sehen, wenn das Video online geht. Ich bin sehr gespannt. Ich war nämlich nicht da. Ich hatte einen schönen Abend mit einer Freundin. Und jetzt können wir uns erstmal updaten. Wenn wir uns so einen halben Tag nicht sehen, dann ist es immer so, als wäre irgendwie jetzt hätten wir einen Monat nicht gesehen. Und schreibt mal unten rein in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Vielleicht gibt es sowas ja dann. Mal gucken. Danke, dass du da warst und das alles festgehalten hast.